15 Jahre alt und ich möchte, dass der Klimawandel gestoppt wird und dass mal die Erwachsenen was dafür tun, nicht nur wie Kinder. Mein Name ist Ruben Sommerfeld, ich bin von der Albert Schweizer Schule, 17 Jahre und ich mache hier mit, weil es unsere Zukunft ist. Ich bin Lucy, ich bin 14 Jahre alt und ich mache hier mit, weil wir die Politiker aufmerksam machen wollen, dass das Klima hier zerstört wird. Ich bin 10 Jahre. Ich bin Amy. Ich bin Anna und ich bin 12 Jahre alt. Und wir sind hier, weil wir es komisch finden, dass alle es als selbstverständlich ansehen, dass, und zu denken, dass man die Welt reparieren könnte. Aber das kann man nicht. Wir müssen uns um die Welt kümmern. Also es ist halt wichtig, weil die Welt auch einfach, das Klima ist halt unsere Welt. Alle behandeln die Welt so, als wenn sie noch einen zweiten Keller hätten und deswegen sind wir hier. Ich bin Mathilda und bin 10 Jahre alt. Ich bin hier, weil ich möchte, dass die Leute mehr Fahrräder und keine Autos benutzen. Ich bin Josephine, 8 Jahre alt. Ich bin hier, weil ich möchte, dass die Erwachsenen endlich mal anfangen, die Erde zu retten. Ich bin Lina und ich bin 9 Jahre alt und gehe auf die FES. Ich mache bei dieser Demo mit, weil ich möchte, dass mehr Windenergie benutzt wird und nicht mehr so viel Kohle abgebaut wird. Ich bin Daniel Sommerfeld und ich bin hier bei der Schloss wie unser Kinder. Ich bin Anna und ich bin hier, weil ich muss gerne von Zukunft lernen, die später ja untergeht. Ja. Ich heiße Jana und ich mache hier mit, weil mir Klimaschutz wichtig ist. Ich bin Luisa und mir ist es auch sehr wichtig und ich finde es ein bisschen idiotisch, dass das alles so in den letzten Jahren verkackt wurde. Ich heiße Lynn und mir ist es einfach wichtig, weil jeder Kleine in einer großen Gruppe was bewirken kann. Ich bin Kolja, ich bin hier einfach nur, weil es einfach schlecht ist, was bis jetzt passiert ist und wir jetzt die Chance haben, alles zu ändern. Sollten wir uns bekriegen, betrügen und hintergehen? Auf unserem Planeten herrscht jetzt schon viel zu lange Leid und Elend, von uns selbst verursacht. Das Ausmaß der Zerstörung, welches vom Krieg verursacht worden ist, ist unvorstellbar. Ist es nicht viel schöner, sich zu lieben als zu hassen? Ja.